Vielleicht machen wir den Laden besser. Was macht denn Lubor da für einen Aufstand? Da müssen wir hin. Ferda. Sid, was gibt's? Weiß ich nicht. Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Victor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! Oh oh. Was ist da los? Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen, sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade. Und weil sie ihm nicht glauben, wird das Dorf gleich überrannt und alle sterben? Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir, wenn ihr nicht flieht... Werdet ihr sterben? Werden alle sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Oh, ja dann. Wenn's nur das ist. Du gern. Nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Aber wie kann man so denken, ey? Die werden schon noch schauen, wo sie bleiben. Ja, gleich mit Steinen bewerfen, ey. Warte, sieh mal da. Aufhören! Ihr tut ihm weh! Weißt du, wenn die Kinder erst wieder regeln... Aber sowas macht mich ja sauer. Wenn die Kinder die Erwachsenen zur Vernunft bringen müssen, ne? Was hat Lubor euch überhaupt getan? Hm? Die ganze Zeit löst er eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie! Und hat Lubor sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alle so, als wäre er gar nicht da. Stimmt, was er sagt. Wie konnte das nur so weit kommen? Kinder sind die wahren Helden. Schluss jetzt. Es reicht. Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Anstrengend. Erwachsene sind anstrengend. Also sag schon. Was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib... Entschuldigt euch bitte erstmal, dass ihr ihn hier mit Steinen beworfen habt, also. Wir fliehen nicht.
Wir werden kämpfen. Entschuldigung, Punkt. Oder helft ihm, oder weiß nicht, trocknet die Wunde. Na schön. Also das mit dem Entschuldigen müssen die nochmal lernen hier. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen. Die Wunde ist bei ihnen aber ist sehr schnell wieder zugegangen, ne? Kreaturen wird Dalimil nichts anderes wie die Wunde am Kopf mit dem Blut. Die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen im Norden und im Süden senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Snappert ihn gerade. Das ging aber sehr schnell. Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Victor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferda. Kann ich mich auf euch verlassen? Mhm. Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und macht den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Kämpfen. Natürlich die gefährlichste Aufgabe. Natürlich, klar. Ich wollte dich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann, wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil. Die anderen sind bereit. Ich sollte los, Kleinstein, Steinwurf. Ja, für Dalimil. Ja, Dalimil muss hier beschützt werden. Jetzt kann ich, wo ich weitermachen soll. Oh. Da müssen wir hin, hoch hinaus. Stimmt, da ist die Quest. Hier ist die Hasenjagd-Quest. Dann würde ich sagen, reisen wir mal zur Hasenjagd-Quest. Ach, guck mal an. Ich finde es auch ganz cool, wie sich dann die Dörfer oder auch hier die Gebiete sich so ein Stück weit so ein bisschen ändern. Je weiter man halt natürlich auch in der Story voranschreitet, beziehungsweise eben auch die Nebenquests macht. Dass sich hier die Gebiete so ein bisschen abändern. Jetzt haben die da schon so einen Schutzwall aufgebaut. Und mal gucken, wen wir hier jetzt noch eliminieren können, dürfen, müssen. Wo komme ich denn da hin? Ach, da guck mal da. Da sind schon die ganzen Zombies. Da ist sie. Die Flut. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Ja, den Rest bis dahin dürfen wir eh gleich wieder laufen. Oder ich kann doch mit dem Schokobo da durch? Ich dachte immer, ich könnte mit dem Schokobo nicht durch den Äther. Okay. Falsch gedenkt, ne? Jetzt geht der automatisch runter.
endlich mal wieder kämpfen, nachdem wir jetzt so viel geblubbert haben. Endlich mal noch ein Kampf hier. Unsere letzten Kämpfe, die müssen wir genießen. Noch mehr Gegner, okay. Schwing, 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 schwing. Man sieht hier nur die ganzen Fetzen fliegen, ey. Schwing, schwing, schwing. Wie viel Leben hat der, ey? Mann, Mann, Mann. Und ist hiermit aufgelöst. Ja. Wir müssen zurück nach Dalimel. Weggeschnitzelt hier, ey. Jetzt vertrauen glaube, sie ihm auch wieder, ne? Vielleicht bedanken sie sich ja das jetzt. Das dürften die Letzten gewesen sein. Die Letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sil... Clive ist wieder da. Clive! Wie steht es um die Plage von Ceratina? Ausgemerzt. Kaputt. Mit Stumpf und Stiel. Sehr gut. Ich wusste, Stumpf und Stiel. Nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Oh, Gott sei Dank. Dalimel ist gerettet. Ja, alles klar, so weiter geht's. Nächste Quest. Wir haben es geschafft. Lubor, ich muss mich na, bei dir entschuldigen. Endlich. Darauf habe ich gewartet. Du hast so viel für diese Stadt getan. Ja. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Niemals. Aber das haben wir. Und böse. Wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Ja. Wir können schön, dass ihr es einseht. Dass du uns verzeihen wirst. Ja, ich überlege mir das nochmal. Lubor, Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du. Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Ach schön, dass sie wenigstens die Meinung geändert haben. Sagt aber umso mehr über uns aus. Mhm. Egal ob Träger oder nicht. Du bist der Mann, der Dalimel gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Mhm. Zweitens? Einheit ist der Schlüssel zu Dalimels Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert.
Ja. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens... Ach so, das wäre zweitens. Wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Mhm. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben eigentlich vieles versäumt. So traurig, dass man diese Thematik immer noch thematisieren muss, dass es nicht einfach selbstverständlich sein kann. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich, dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. No. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. So entschuldigt man sich, das ist doch schön. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Jetzt bedankt er sich noch bei uns. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Was denn? Was ist das? Lubor, das mit den Kindern... Die bleiben jetzt da, ne? Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Sehr gut. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Nee. Wie viele Stunden habe ich jetzt hier rein investiert? 80 Stunden oder so? Ich glaube, mittlerweile haben wir auch an Spielstunden... Red Dead Redemption 2 hier überholt. Ich glaube, Red Dead Redemption hatte ich 82 Spielstunden und hier bin ich jetzt weit hinüber. Yay, fertig. Joa. Wieder eine Nebenquest abgearbeitet. Das freut mich natürlich. Was haben wir hier als nächstes? Hoch hinaus. Das war ja die Quest um mit. So, dann willst du also doch. Also einfach nur hier runter. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich hierhin nach Dravost. Dravost Schnellreise. Ich glaube, da bin ich ein bisschen flotter. Nee, warte, andersrum. Hier lang. So. Pfleg, Ambrosia. So, hier lang. Und weiter. Da sind wir wieder. Korava. Korava. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Wenn du eine Schildkröte wärst. Ach stimmt, das ist ja jetzt die Quest mit dem Knochen, ne? Aber ich sehe die Schildkröte doch schon. Vor mir. Die versteckt sich doch gar nicht. So, Schildi. Das müsste sie doch sein. Na klar ist sie das. Ja, piu, 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 piu. Ah, toll. Einmal platt gerollt. Nein, Hilfe, lass mich in Ruhe. Oh.
schnell ausweichen. Jetzt rollt ihr hier wieder rum. Oh Mann. Aber wir haben den Adam Taimai-Panzer jetzt bekommen. Dann zurück zu Mit, damit sie ihr Modell fertig bauen. Ja, da ist Mit doch bestimmt dann super duper happy auf uns. Dann gehen wir mal zurück zum Midli Mit. Dann kann sie nämlich endlich der Enterprise Flügel geben, hoffe ich. Damit wir nämlich nicht mehr den Aufzug, irgendeinen Aufzug nutzen müssen, sondern unseren eigenen flugbaren Aufzug haben. Flügelbaren. Beflügelten Aufzug haben. Man kann über sie sagen, was man will. Wohnt er im Wolkenkratzer? Quasi, ja. Ja, doch, stimmt. Kann man so sagen. Der wohnte tatsächlich im Wolkenkratzer mit seinem Aufzug. Aber den haben wir ja getötet. So, Mit. Ich hoffe, ich kann dich glücklich machen. Mit? Sag mir, dass das alles ist. Ja, bitte. Sag mir, dass das... Oh, sorry, ich muss mal eben hier bestätigen. Ich hoffe, das ist alles. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Ja, hast du. Sag mir, quasi. Dass das hier alles ist. Als ob das Spiel selber schon weiß, alles, was ich brauche. Zu lang geht. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine 0 vergessen habe und eine 1. Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledorn eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, sie haben es nicht benutzt, als Nein, haben sie nicht benutzt. Zusammengebaut haben. Die Krümel? Aber warum? Weißt du was? Eigentlich will ich es nicht wissen. Ich mache am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Das Zahnrad war ja hier oben, bei den Kiddies. Genau. Jetzt gib mir schnell das Zahnrad her, ey. Ja, damit. Labert nicht so viel, gib mir nur das Zahnrad. Sid, versteckt sich Mit noch vor uns? Ja, Zahnrad. Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Geht euch nichts an, gib mir das Zahnrad her. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Dürfen wir ihr helfen? Ja, gib her, Zahnrad. Bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Mhm. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Klitzeklein. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Ja, damit. Stimmt, du hattest eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch, keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Eine Kleinkramtüte. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Ich und bin stolz auf euch. Besser. Wahnsinn. Alle Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten. Zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Wundervoll. Guck. Das ist es. Sieh es nicht. Ah ja. War das alles? Ja. Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Reicht erstmal. Fürs erste Jahr. Aber ich erzähle Mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. So. Zahnrad her. Und wieder zurück zu Mit. Dann übergeben wir ihr jetzt noch das Zahnrad. Und? Hast du es?
Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Endlich fertig. Und damit soll das Schiff fliegen? Okay, es ist halt nur eine Miniatur. Dann wollen wir mal sehen. Und hübsch, kleines Schiffchen. Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Naja, doch. Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Blöde Frage. Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Hm. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Im Herzen. Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Motiviert, das ging schnell. Bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Darf ich da einen perfekten Platz für suchen, für ihre ganzen Sachen? Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du, ja. Ja. Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Was willst du mir damit sagen? Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Hm? Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute.
Da bin ich mir sicher. Okay. Also konnten wir jetzt ihr jetzt so ein bisschen helfen, nur, ne? Oh, wir haben ein Luftschiffmodell bekommen. Schön, schön.